Hallo Herr Merz, das Mitglied der CDU steht an der Theke. Erstmal ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Und wird gefragt, was sind drei Kernpunkte der CDU? Was wäre Ihre Antwort? Wir sind die Christdemokratische Union der Bundesrepublik Deutschland. Die CDU, geben Sie der Partei bitte Ihre E-Mail-Adresse. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, und schon bin ich wieder da. Also Sie werden mich nicht los, Sie merken es. Aber es ist wirklich so, dass hier im Chat sehr intensiv diskutiert wird. Gerade das Thema Klima- und Umweltpolitik, also wie man jetzt Klimaschutz, Umweltschutz künftig betreiben soll. Wir haben kein besonders gutes Klima für Unternehmensgründungen oder Unternehmensfortführungen. Was können wir politisch tun? Also ich habe einen hohen Respekt vor der Wirtschaft, der globalen Wirtschaft. Und deswegen noch einmal Ja zu dem, was Sie grundsätzlich gesagt haben, aber bitte Ja auch zum weltweiten Handel. Davon profitieren wir alle, gerade wir Deutsche, gerade ich. Eine fast schon geniale Konstruktion. An der Stelle grätsche ich auch mal gerne wieder rein, denn das passt gerade ganz gut, wie ich finde. Wir haben nämlich eine Nachfrage. Müssen wir die Außengrenzen der EU stärker schützen, notfalls mit Zäunen im Sinne einer Festung Europa? Ja, Festung Europa ist gewünscht und gewollt. Ich habe große Sympathie für die Bundeswehr. Ich möchte jetzt mit den Soldaten sprechen und mit den Kommandeuren und dann ab 10 Uhr beim Bier über Geld. Und dann welche Auslandseinsätze, welche machen wir nicht. Wenn der eine beim anderen einmarschiert oder umgekehrt, was erwarten wir eigentlich von der Bundeswehr? Einsatz unserer Armee. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Merz, und an dem Zusammenhang auch herzliche Grüße an Frau auf den Nägeln brennen, die ebenfalls zur Zukunft der Bundeswehr gefragt hat, aber das konnte jetzt mit der Antwort von Herrn Merz auch gemeinsam beantwortet werden. Aber schön, dass Sie sich auch eingebracht haben. Und eine Frage, die in die Richtung geht, was Herr Merz Sie gerade geschildert haben: Wie bringen wir Deutschland zurück zur Führerschaft? Ja, durch Kontrollieren, Überwachen, Präjudizieren und dann anschließend kritisch begleiten. Also, und ich bin wirklich ganz fest entschlossen, dies zu tun. Und ich bin offen für jede Idee und jeden guten Gedanken, der dies erleichtert. Ich freue mich jetzt darauf, die Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Ich freue mich an, ich stehe jeden Morgen gerne auf. Ich bin ein Mensch, der morgens gut gelaunt gerne aufsteht. Mit geballter Faust in der Tasche. Ja, nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Hat Spaß gemacht.